glaube, das ist auch eine der wenigen Ringwelten. Oder nee, die einzige Ringwelt, die existiert, wo noch andere Planeten in den Umlaufbahnen sind. Wenn man sich selber eine baut, dann ist es ja so, dass die alle Planeten und sowas, die in dem System sind, dafür nutzt, damit die Ringwelt gebaut wird. So. Du hast ganz viele Korvetts bekommen. Die Omnak-Station wird noch gebaut. Ja, Domina wird auch nochmal geupgradet. Und ihr seid hier noch schön am Schiff werfen. Ne, du machst jetzt gerade mehrere Schlachtschiffe. Du machst den Titan. Wobei, der macht auch sogar einige Schlachtschiffe. Weil Satrinias... Ja gut, Satrinias habe ich auch nur... Ja. Was mit der Midari Theocracy? Ihr habt doch... Achso, ihr seid gerade auch in einem Krieg. Gibt es irgendjemanden, der gerade nicht in einem Krieg verwickelt ist? Den ich... Gul'Kvorki's Successor. Zum Beispiel. Auch die sind in einem Krieg. Gibt es eine Möglichkeit zu sehen, ob jemand gerade in einem Krieg ist? Ich weiß es nicht. Ach, guck mal, die mögen mich sogar. Und meine Untertanen. Das ist Diplomatie. Meinungskartenmodus. So. Ja, meine Untertanen mögen mich sogar alle. Okay, das laggt auch. Also. Uiuiuiui. Stopp. Nehmen wir ganz in meinen Reichkartenmodus. Wie flüssig das denn wieder läuft? Ich verstehe nicht, warum das so laggt. Bin ich mal wirklich ehrlich. So. Kaloktura-Zivilisation gefunden. Achso, das sind jetzt hier die Primitiven, ne? Ach, das sind auch nochmal solche komischen. Vermutlich werden wir noch einige mehr davon finden. Sind wir mal ehrlich. Sanctuary J. Forscher. So, Wohnung 20, Job Forscher 20. Ach, guck mal, so funktionieren die jetzt. Sehe ich das gerade richtig? Entweder produzieren Nahrung, ne, 20, Wohnung 20, Kaufmann, Handwerker, Büroangestellter. Und das wäre Vollstrecker, Büroangestellter und 50 Wohnungen. Okay. Wäre daran interessiert, die einfach hier zu kolonisieren, um zu gucken, was passiert. Research concluded. Flottenkapazität hoch. Nahrung von Jobs könnten wir noch weitermachen. Wir würden nochmal die Flottenkapazität boosten wollen. Nach Monaten können wir die Megastrukturrestaurierung auch machen. Quellnuda. Achso, ich kann die jetzt aufwerten. Theoretisch nicht. Achso, dadurch, dass ich keinen von denen bei mir drin habe, kann ich die nicht... Noch eine Zivilisation. Jetzt kriegen wir ganz viele davon, nicht? Steinpaläste? Ich frage mich, wie es wäre. Würde man in so... Ne, würde man... In so einem Ort... als Zivilisation starten. Ne, man selber hat höchstwahrscheinlich keine Ahnung, was einem passiert, ne, oder was passiert oder was sonst nicht. Der Asteroid ist vernichtet worden, bevor die Oberfläche des Planeten. Jene Fragmente, die abgesehen davon... Okay, warum ist der Asteroid... War das die Station an sich? Schafft die das flottenmäßig, flottenstärkemäßig? Nun... Ist einer von euch, warte, in welchem Zeitalter seid ihr? Primitive Fabrik. Industriezeitalter. Ihr seid Renaissance. Ihr seid Bronzezeit. Und Eisenzeit. Not bad, not bad. So, du erforschst jetzt gerade noch die Sonne. Die Sonne! Erforsche sie!
Weil hier in dem System sonst nicht so. Gut, Ringwelten scheinen wohl noch immer ziemlich stark zu sein. Dementsprechend finde ich es nicht schlimm. Vorerst sein lassen. Die Anomalie machen wir gleich, sobald wir hier die Stationen angefangen haben zu bauen. Na, wir müssen halt nur mit unserem Dingsschiffen als erstes da sein. Gut. Sternbasis Außenposten bauen. Dann kannst du hier schon mal die Anomalie erforschen? Warum nicht? So, ich brauche dann aber in Sanctuary noch eine Sternbasis. So, das ist 9000. Aramati, hier in Soiseno. Gehst du mal hin. Flotte hat bereits die volle Stärke. Ich habe also irgendwie die komplette volle Stärke. Knowledge is the key to the universe. So, noch zwei Ankerplätze. Das ist das Megabauwesen, was wir jetzt haben. Und dann würde ich jetzt noch Quantenraketen und den anderen Schmu zu Ende erforschen. Vorerst. Na, du machst mir jetzt aus den beiden auch einen Ankerplatz. Machen wir zuerst aber das Logistikbüro und dort können wir da ein Ressourcensilo reinsetzen. Achso, ihr just kann, genau. Ich weiß, es ist jetzt wieder so ein bisschen meckern auf hohem Niveau, aber ich finde es ein bisschen schade, dass man entweder einen Anspruch erstellen muss oder aber darauf warten muss, dass die nicht in einem Krieg sind, damit man denen sagen kann, ey, wir hatten mein Tribut, Dude, andernfalls gibt's Haue. Es ist so... Es fühlt sich halt nicht gut an, ne? Und da hat eine Piratenflotte da drin. Gut, jetzt haben wir Sanctuary. Sanctuary. Ich habe gerade hier 4 Flotten, nicht? So. 1, 2, 3. Hier. Und ich habe hier doch... Gut, dass sie nicht so weit weggeflogen ist. Meine Dudes. Dann holen wir uns jetzt Sanctuary. Oh, aber ich darf... die Station upgraden? Wo ist denn die? Ach, da. Darf ich sogar? Gut. Wir können aus dem Posten zählen nichts im Limit dazu. Wollen wir das im System 11, in der Ausweitung Gesellschaft L-Klasse zum Greifen nahe. Unsere Spuren berichten, das Wuchs des Starium fast ausreichend Informationen. Knowledge is the key to. Wo ist Wuchsack Star Realm? Ach, das sind unsere Dudes. Die haben ein L-Gate in ihrem System. Ich komme aber nicht zu denen ran. Also wenn ich draufklicke, werde ich durch die... Hab ich ein L-Gate hier irgendwo? Das ist ein normales Sternentor. Ja, das ist jetzt schön doof für mich. Da ist noch ein L-Gate. Da muss auch noch irgendwas sein. Sonst wäre da nicht so ein freier Fleck. Das ist ein normales Sternentor. Ist auch noch ein L-Gate. Kann es sein, dass ich da wirklich Pech gehabt habe? Da ist noch ein L-Gate. Dass bei mir hier in der Ecke der Galaxie kein L-Gate gespawnt ist? Oder sehe ich das gerade auf eine praktische Art und Weise? Na, ich hätte ganz gerne... Ich will ganz gerne das L-Gate öffnen. Das Ding. Aber wenn ich keins hab, dann habe ich keins. Ich
United Miravanda Autocracy. Ihr seid ...297. Wobei, ich kann ja trotz alledem die Elgate-Dings machen eigentlich. Warum nicht? Forschungsnexus. Ja. So, gib mir mal Anführerlebenszeit, ja. Und dann kann ich eigentlich hier unter Relikte Einsicht in Eltora erhalten. Wie viele habe ich denn schon? Ist die Frage. Forschungsgeschwindigkeit plus 10%. Schade. Da kann man auch wirklich eine Dingsens bekommen. So, wir haben jetzt 4. Ich bin momentan punktemäßig über allen. Ihr seid in einem Krieg. Ihr kommt aber auch nicht an mich ran, ne? Nicht, dass ich wüsste. Ja. Kommen eure Verbündeten an mich ran? Nope. Oh, was habt ihr denn hier für eine Megastruktur drin? Oh, ihr habt einen zerstörten Forschungsnexus, cool. Du bist gerade auch in einem Krieg. Ja, ich würde ganz gerne wissen, wer... Ich glaube halt wirklich, dass gerade aktiv keiner existiert, der nicht in einem Krieg ist. Doch, die hier, die Vassegi. Das ist halt das, was mich am meisten ärgert. Doch, das Knatzer-Syndikat. Aber ich komme an die nicht dran. So. Ihr seid auch in dem Krieg. Ja. Jap, jap, jap. Dann... Soll ich hier die Statue und sowas beenden? Ich meine, die mögen mich halt jetzt gerade, aber die sind halt so oder so erbärmlich. Ja, ja. Forschungsabkommen brechen, Wirtschaftspakt brechen. Dimensionsloch. Die hat was? Hat es nie ganz nach 1837 geschafft, um die umgebende Anomalie dort zu studieren. Als das Schiff mit Wissenschaftsoffizier Olesus Orpheus und seiner Besatzung durch das Trümmerfeld flog, hörte es einfach auf zu existieren. Achso, nur um wieder aufzutauchen. Das ist das Event. So, habt ihr noch Armeen? Ja. Habt ihr noch Armeen? Nope. We are being hailed. Föderationsassoziationsangebot? Nein. Ihr habt angefangen, gefährlich zu sein für mich. Dadurch, dass ihr darüber nachdenkt, das L-Tor zu öffnen. Warum? So. Ich meine, ich lasse mal die... Wobei... Nee, der Assoziationsstatus hilft mir sogar. So, Konstruktionsschiff. Ne, du bist in Sanctuary. Nun gut. Ja, wir machen jetzt nämlich was ganz, ganz Lustiges. Mit dem Konstruktionsschiff. Wir bauen hier erstmal eine Forschungsstation. Nicht eine Forschung, aber hier ein... Das System holen wir uns und dann werden wir uns hier um die Dudes kümmern. Nachdem wir Sanctuary auf unter unsere Kontrolle gebracht haben. Einladung zu Wirtschaftspakt kommen, klar. Ich finde schön, dass sie halt direkt wiederkommen. So, bitte. Brach Wirtschaftspakt beendet der Föderationsassoziation. Klar, mal gucken. Aber ich werde das Forschungsabkommen mit denen nicht mehr machen. Wie schaut's auf Sanctuary aus? Gibt's auch keine Armeen mehr. So wie es sein sollte.
Galactic Kidari Union. Grenzen zumachen. Weiß nicht, wer ihr seid. Ich weiß nicht, wie ihr in meine Grenzen hier reingekommen seid. So. Stellarer Kulturschock. Okay. Gut, Sanctuary J. So, Rechte festlegen, Sklave, Haussklaverei, aktive Bevölkerungskontrolle. Und ihr, so, Vorlage erstellen, bekommt abgeklemmte Nerven, eins und die drei Dinger und dann einmal stark. Und wenden die einmal an. Das wird dann in einem Monat fertig sein. Und dann kann ich hier von meiner Heimatwelt. Ich habe hier einen arbeitslosen Spezialist, der rumjammert. Einige Techniker, die nichts zu tun haben. Dann kann ich das Gebäude verbessern. Was kann ich hier bauen? Kann ich. Achso, das erfordert planetare Außenposten. Ja, das ist alles okay. Das autochthone Monument kann ich machen. Will ich... Verwüstung. Du hast einen Landwirtschaftsdistrikt. Kann ich sagen, dass die... Nee, schade. Ich habe gehofft, dass ich dieses Dingsbums machen kann. Genau das. Polizeiwache. Und dann kann ich hier Kaufmänner produzieren, Handelswert und Dienstleistung, Handwerker machen aus Mineral und Nahrung, Konsumgüter. Ich mache mal ein paar von den Handelssegmenten. So. Hier jemand jetzt rum. Gib mir mal die Polizeiwoche. Die Polizeiwoche. So, und du hier auch. Einmal die Polizeiwache. Schon mal. Ach, guck mal, das ist so schön das Verbesserte. Die Abwicklungseinrichtung kann ich hier reinsetzen. So, dafür brauche ich eine planetare Hauptstadt, um das zu bauen. Das autochthone Monument. Und dann kann ich jetzt von hier einige. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und euch muss ich dann auch nochmal ganz kurz Rechte festlegen. Sklave, Haussklaverei und aktive Bevölkerungskontrolle. Und dann erstellen wir eine Vorlage für euch, die genau wie alle anderen funktioniert. Naturschützer. Stark. So. Anwenden. Es sind sogar 15, die wir auf dem Planeten haben. So. Gut. Und dann machst du noch das hier. Ihr drei habt gerade erstmal wieder nichts zu tun. Das bedeutet, ihr könnt hier schon mal nach Air Domina wieder runter. Und jetzt hier auf Sanctuary D ist... Okay, das kann ich instant verbessern. Ein autochthones Monument. Eine Polizeiwache. Und machen wir noch einen Klontank, weil wir können. So. Dann von einem anderen Planeten. Da. Du bist arbeitslos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Machen wir es so. Und hier hätte ich ganz gerne ersetzen durch ein... Die machen mir einfach Mineralien, ne? Genau. Stadtsegment, Handelssegment. Achso.
Wieso heißt das? Achso, Bergbaudistrikt. Nee, das ist doch falsch, ne? Nicht zu. Ja, warum existiert hier sowas? Wenn das doch gar nicht existieren dürfte. So, wir machen hier ein Agrikultursegment draus. Na, was machen wir hier? Machen wir hier draus Forschungssegmente? Ach, wir haben gerade ganz viele Diener hier, ne? Ja. Warum seid ihr denn trotzdem uns? Achso, weil keine Wohnungen existieren. So. Du kannst dann auch nochmal nach Eadomina wieder gehen und du gehst zur nächstbesten Möglichkeit. So, reißen wir das ab. So, wir haben jetzt hier Handelssegment gemacht. Machen wir, genau, hier machen wir ganz viele Handelssegmente. Hier machen wir Forschung und hier machen wir Agrar. Und dann kann ich hier. Ich könnte einfach Stadtdistrikte bauen, ne? Nein, meinte ich übrigens nicht. Stadtsegmente. Ne, die geben mir 20 Büroangestellte, 70 Wohnungen. 70 Wohnungen ist halt eine Menge. Das Ding kostet 1800. Oh. So, gib dir mehr Leistung. Das ist teuer. Das habe ich jetzt so nicht gedacht. Habe ich überhaupt... Achso, ich habe hier einen Dude drauf. Klar. Schicken einen meiner Techniker darüber. Und du bekommst jetzt erstmal andere Rechte. Du bist jetzt hier auch zum Sklavenhaus, Haussklaverei mit aktiver Migrationskontrolle. So, und du bekommst dann auch erstmal eine Vorlage, die auf einem anderen basiert. Da. So, die wenden wir an. Dass das andere nie wieder existieren wird. So, und wer wäre jetzt... Wer seid ihr? Also ihr seid auch noch aus der Ringwelt hier, ne? Aus Sanctuary D. Klar, kümmern wir uns auch noch gleich drum, warum nicht? Können wir jederzeit machen. So. Zack. So, 3, 4... anwenden. Situation log has been updated. So, kann ich euch hier schon mal die Rechte festlegen? Nein. So, du jammerst hier gerade wegen niedriger Stabilität rum. Nachvollziehbar, nachvollziehbar. Ingenieursforschung. Xifina Replikator, ja komm, dann habe ich es endlich. So, da ist die Polizeiwache. Gut, jetzt haben wir den Vollstrecker. Ja, der Vollstrecker. Wie jemand auch rum, weil ihr keine Butzen habt, ne? Das verstehe ich. Dass euch dann ein bisschen mulmig ist. Forschung wollte ich hier nicht Agrar-Kult-Dingsens. Species Modification has concluded. So. Dann gehen wir nochmal. Das waren die Pilze gewesen, nicht? Da, ihr. Rechte festlegen. Ihr seid Sklaven. Ihr habt aktive Migrationskontrolle und Haussklaverei. Aber keine Bevölkerungskontrolle. Könnt ihr halt nicht verschwinden von hier, aber ihr dürft trotz alledem leben. Sehe ich als kompletten Win für euch. Sind wir auch mal ehrlich. So. Ach genau, ich wollte mir noch auf dem Markt eben schnell
ein paar Mineralien kaufen. Weil anscheinend ist das wirklich teuer, das hier so zu upgraden. So. Haben wir 11 Diener, 5 Arbeitslose. Die Arbeitslosen haben natürlich, die bohren sich in der Nase rum und haben nichts zu tun. So, mit der runtergehenden Verwüstung dürfte ich aber auch wieder mehr Wohnung haben, ne? Genau, so jetzt ist hier, weil ich Herrscher habe, Verwalter habe, geht das erstmal runter, da geht das auch runter gerade, das ist doch alles schön. Ne, da ist die Polizeiwache, die sorgt dafür, dass es runtergeht. Und hier kommt auch eine Polizeiwache erstmal als nächstes hin. So. Du bist... Warum bist du... Achso. Nee, jetzt bist du richtig. So, ihr habt da ein bisschen was. Na genau, jetzt wachsen da ein paar Diener. Das passt dann. Wenn die Stabilität hier ungefähr bei 0 ist. Gut, Flottenkapazität. Das ist kein Tag zu spät gekommen. Oh, das Produktionsministerium. Ist auch so eine Sache, die ich, glaube ich, vor 700 Jahren hätte haben sollen. Ja, guck mal, schau mal, guck. So, ihr seid zu viert da und soweit fertig. Du, achso, dir ist ein Begleitschiff kaputt gegangen. So. Zack. Moin Mod, na, was geht ab bei dir? Wie es mir geht? Oh, relativ gut. Relativ gut. Ich stürze mich jetzt gerade mal in die Hülle des Löwen, weil ich kann. Damit ich mit einigen Menschen Krieg führen kann, die mir schon ein bisschen länger auf die Nerven gehen. Einfach mit ihrer Existenz. So, einmal hier hin. Dahin. Aber anders als das kann ich mich nicht beschweren. Außer vielleicht, dass hier Leute gerade rumjammern. Wir haben keine Arbeit. Wir fühlen uns doof. Passt schon, das passt schon.